Einer der fünf kosovarischen Polizisten, die gestern bei Auseinandersetzungen mit der serbischen Bevölkerungsgruppe im Nordkosovo verletzt worden waren, ist seinen Verletzungen erlegen. In der Nacht zum Dienstag hatten schwer bewaffnete Einheiten der kosovarischen Spezialpolizei ROSA den Grenzübergang Brynjak eingenommen. Aufgebrachte Serben verhinderten die Einnahme eines zweiten Übergangs und schnitten die Straßenverbindung nach Serbien ab. Mit der Übernahme der Grenzübergänge wollte die Regierung in Pristina ein Importverbot für serbische Waren durchsetzen. Es ist die Reaktion auf die Entscheidung Serbiens, kosovarische Zollstempel nicht mehr anzuerkennen. Dadurch können Waren aus dem Kosovo nicht nach Serbien gelangen. Die Europäische Union kritisierte die kosovarische Polizeiaktion als nicht hilfreich. KFOR-Truppen wurden zur Schlichtung des Streits an die Grenze verlegt. Die kosovarische Polizei zog sich im Laufe des Nachmittags von den Grenzposten wieder zurück.